Meine Eltern, die teilen sich das ja so. Ja, deine Mutter arbeitet und dein Vater, ne? Ja, was heißt das? Ja, das heißt ja nicht, dass Frauen alles machen, sondern auch Männer machen vieles. Also der hat auch gekocht zu Hause, ja, dein Vater, und eingekauft. Was ist deine Idealfrau, Cengiz? Also meine soll braunhaarig sein. Jetzt guckt er sich Steffi an. Braune Augen. Okay, jetzt nicht so. So groß wie Steffi? Nein, sie soll so groß wie ich sein. Und ja, keine Ahnung. Ja, soll sie dir das Essen kochen oder kochst du ihr das Essen? Du kochst ihr. Finde ich gut. Gehst du arbeiten oder sitzt du zu Hause auf dem Sofa? Und ich sitze nur. Hä? Ich werde nur sitzen. Du wirst nur sitzen. Und die Frau arbeitet. Ja. Ne? Tim ist jetzt dran. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Dunkle Haare. Ja. Blaue Augen. So speziell. Ne? Ja, das gibt es in seltenen Fällen. Ignor! Wäre es wichtig für dich, dass dein Mann auch mal einkaufen geht und die Spülmaschine ausräumt? Ja. Ja? Also es ist Bedingung. Ja? Was würdest du machen, wenn er das nicht tut, wenn er nicht einkaufen geht, nicht die Spülmaschine, nicht auf euer Baby aufpasst? Was würdest du dann machen? Würdest du ihn rausschmeißen? Ich würde den schlagen. Ich würde ihn schlagen, ja, stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Da ist der Traummann oder Traumfrau, je nachdem, was für eine Art ist oder so. Trotzdem ergibt es sich immer anders. Hier sitzen schon so ein paar Philosophen hier. Ja, es kommt immer anders, als man denkt, ne? Mhm. Steffi! Mir ist egal, er muss mich einfach lieben und ich muss mit er glücklich sein. Warst du schon mal verliebt? In Bulgarien war das. Ja, und? Nein, er ist ein Idiot. Ja, aber ich war klein. Also du könntest dir auch vorstellen, einen Idioten zu lieben. Nein. Zum Beispiel ein Idiot wie Cengiz, das geht nicht. Das ist eine Beleidigung. Ich schmeiß dich gleich raus. Nein, aber ich lüge nicht, er ist ein Idiot. Ich möchte nicht solche Beleidigungen hier haben. Aber ich habe er nicht beleidigt. Ja, du guckst ihn ja auch. Ich habe dich jetzt nicht rausgeschmissen, weil du ihn dabei sehr liebevoll anschaust, ne? Also. Und da wir jetzt wissen, dass du Idioten liebst, ist das in Ordnung, okay?